Weil letztendlich, wir können auch nicht nur Symptome behandeln, wir müssen mal an die Ursachen rangehen. Und dazu gehört eben auch das Gespräch darüber, wer sind eigentlich die Täter? Also es ist tatsächlich so, dass ich mich auf die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes bezogen habe. Und die zeigt eben ganz klar auf, dass Afghanen bei Sexualdelikten überproportional repräsentiert sind. Wo auch Leute sagen, also die große Mehrheit mittlerweile sagt, sie traut sich nicht mehr, ihre Meinung frei heraus zu sagen. Genau, weil sie fürchten, sie bekommen wegen einem Like eine Hausdurchsuchung, ja. Wie auch ein Freund von mir in Lindau. Ja. Das ist so weit verbreitet und ich habe so das Gefühl, dass man durch diese Schläge auch einfach Schockwellen aussenden will. Ja. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ja, ich habe hier die Kreisvorsitzende von Rothenburg-Wümmel, Marie-Therese Kaiser aus Niedersachsen, die gerade erst verurteilt wurde vom Landgericht Verden wegen Volksverhetzung. Man mag es kaum glauben, die Hintergründe sind den meisten schon bekannt. Aber wir steigen jetzt nochmal ein in diese Thematik, weil sie so wichtig ist und weil sie auch stellvertretend für viele andere Fälle ist und hoffentlich auch ein Signal sendet nach draußen. Wir halten zusammen, wir stehen das durch, wir werden eine offene Gesellschaft bekommen, wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Liebe Marie-Therese Kaiser, du hast tatsächlich aus aller Welt Solidaritätsbekundungen bekommen. Das freut mich sehr. Das zeigt, unser Justizsystem ist wirklich so, naja, tendenziös, wie wir es wahrnehmen. So wird es auch in der Welt da draußen wahrgenommen. Willst du kurz einen Abriss geben, was für Rückmeldungen du bekommen hast? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich aus der ganzen Welt, also nicht nur innerhalb Europas Zuschriften erhalte, sondern eben aus den USA, aus Südamerika, von überall. Und es wird sehr kritisch wahrgenommen, was gerade in Deutschland passiert. Also nicht nur mein Verfahren, sondern wir hatten das jetzt auch mit Herrn Höcke, aber auch die Einstufung der Gesamtpartei. All das wird sehr kritisch wahrgenommen, denn man stellt fest, dass in Deutschland keine Meinungsfreiheit herrscht, also wirklich keine. Und dass hier auch natürlich im Hinblick auf die Wahlen irgendwie versucht wird, Einfluss zu nehmen. Ja. Der Vorwurf war ja, du habest die Würde von einer begrenzten Gruppe von 200 Migranten aus Afghanistan, die als Ortskräfte laut Oberbürgermeister Tschentscher schnell und unbürokratisch nach Deutschland geholt werden sollen, verletzt. Das ist so der Vorwurf, der im Raum steht. Aber wenn man Elon Musk Glauben schenkt, hast du einfach nur Bundeskriminalstatistiken herangezogen und ohne Emotionen einfach dargelegt, was eine Problematik ist, die eigentlich wissenschaftlich, kriminalistisch zu untersuchen und zu bewerten wäre. Was ist denn tatsächlich der Hintergrund? Was ist vorgefallen? Also es ist tatsächlich so, dass ich mich auf die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes bezogen habe. Und die zeigt eben ganz klar auf, dass Afghanen bei Sexualdelikten überproportional repräsentiert sind. Gerade wenn es um Gruppenvergewaltigung geht, da sind sie an erster Stelle. Und es war so, dass der Oberbürgermeister Peter Tschentscher in Hamburg ein Interview gegeben hat, wo er eben im Rahmen dieser Afghanistan-Krise gesagt hat, ja, wir müssen die Ortskräfte unbürokratisch sofort aufnehmen. Und da habe ich ihm eine kritische Frage zugestellt. Ich habe einen längeren Facebook-Beitrag gestartet in den sozialen Medien, auch auf Twitter und auf Instagram und habe mal dargelegt, dass zum einen gar nicht richtig klar ist, wer ist denn jetzt eine Ortskraft und wer nicht. Denn die Vertragssituation, das hat auch die Bundeswehr selbst gesagt, die war gar nicht so eindeutig. Es gab nicht nur teilweise gar keine schriftlichen Verträge, sondern es gab auch keine einheitlichen Verträge. Also das war gar nicht richtig nachvollziehbar, wer da kommen sollte. Auch die Zahl 200 war laut Peter Tschentscher so der Anfang. In anderen Quellen hieß es dann auch 7000 Ortskräfte vor Ort in Afghanistan, denen wir jetzt helfen müssten. Dann kommt natürlich auch noch der Familiennachzug dazu. Da war man dann schnell bei über 10.000. Also diese Zahl, die war total diffus. Und man hat letztendlich vor Gericht diese gesamten Belege, die ich auch gebracht habe, komplett außer Acht gelassen. Man hat gesagt, die sind unerheblich für das Urteil und für die Bewertung, ob das jetzt Volksverhetzung sei oder nicht. Und man hat eben gesagt, dass ich jetzt alle Afghanen als Gruppenvergewaltiger bezeichnet hätte, was ich aber gar nicht getan habe.
Genau, es ist ja völliger Quatsch. Und bei Volksverhetzung müsste man auch annehmen, dass dann irgendwelche Aufgehetzten sich gemeldet hätten und unter deinen Facebook-Post geschrieben hätten, ja, schmeißt sie alle raus, diese Afghanen oder sonst irgendwas. Aber angeblich gab es ja solche Reaktionen überhaupt nicht. Nee, die Reaktion gab es nicht, also schon gar nicht von irgendwelchen betroffenen Afghanen und schon gar nicht von irgendwelchen Ortskräften, die jetzt tatsächlich nach Deutschland gekommen sind. Aber auch nicht jetzt von AfD-affinen Personen, die gesagt hätten, ja genau, schmeißt sie alle raus oder so? Nein, das auch nicht, das auch nicht. Im Gegenteil, man hat mich eigentlich einheitlich so verstanden, wie ich auch verstanden werden wollte. Und man hat eben diese Debatte dann geführt in den Kommentaren. Man hat gesagt, naja, da müssen ja irgendwelche Sicherheitsmechanismen her, Überprüfungen, Background-Checks, bevor irgendwelche Flüchtlinge herkommen. Und natürlich auch die Frage, die hatte ich auch in dem Text gestellt, warum man den Flüchtlingen nicht vor Ort, also heimatnah, helfen kann. Das ist ja auch eine Option. Was läuft falsch, deiner Meinung nach, in einem Land, wo eine Vertreterin einer Gruppe von potenziell Betroffenen, bist eine junge Frau und es ist bekannt, dass unsere Städte immer mehr zu Angsträumen werden in gewissen Vierteln für junge Frauen. Wenn die sich zu Wort meldet, auf diese Problematik hinweist, unemotional einfach Fakten, Zahlen, Daten nennt und dann als Volksverhetzerin verurteilt wird. Das macht mich sprachlos. Ja, also es ist, denke ich, eindeutig, dass das irgendwo einen abschreckenden Effekt haben soll. Man versucht hier ganz klar natürlich, Meinungen zu unterdrücken, die einem missfallen, gerade der Regierung missfallen, denn die ist für diese Fehlpolitik verantwortlich letztendlich. Die hat die ganzen Flüchtlinge auch seit 2015 und ja eigentlich auch schon davor hier haufenweise reingelassen ins Land. Und wir sehen das anhand der Kriminalitätsstatistik, aber es soll verschwiegen werden. Die EU gibt sich ja immer mehr Mühe, so wie auch die Bundesregierung, die Zensurrichtlinien, Digital Services Act etc. zu perfektionieren, sodass bald weder jemand, der auf Social Media schreibt, noch Social Media Plattformen es sich trauen, solche Inhalte zu bringen, zu verbreiten, nicht sofort zu zensieren, drakonische Strafen drohen. Was passiert da mit unserer Debattenkultur in einem freien Land, wo auch solche problematischen Inhalte, auch wenn sie gewisse Volksgruppen betreffen mögen, natürlich offen debattiert werden sollten, um überhaupt Lösungen finden zu können? Ja, es ist natürlich super wichtig, dass wir eine offene Debatte führen, weil letztendlich wir können auch nicht nur Symptome behandeln, wir müssen mal an die Ursachen rangehen und dazu gehört eben auch das Gespräch darüber, wer sind eigentlich die Täter? So, du hast es vorhin schon gesagt, wir sehen es auf den Straßen. Jeder erlebt es in seinem Alltag, wenn er mal vor die Tür geht. Man sieht es im Straßenbild. So, und hier soll natürlich die Meinung stark limitiert werden. Also die Meinungsvielfalt vor allem soll stark limitiert werden. Man versucht hier irgendwo der eigenen Ideologie zu folgen. Also irgendwie eine links-grüne Politik für alle offen. Wir wollen die Vielfalt, wir wollen es bunt haben. Das sind ja so die Schlagwörter, um das irgendwie noch positiv zu besetzen. Aber de facto merken immer mehr Bürger, dass es nicht so positiv ist, wie es einem verkauft werden soll. Also das heißt, das ideologische Gebäude steht fest. Daran darf niemand rütteln, das darf niemand hinterfragen. Wer das tut, wird bestraft. Das ist ja eigentlich das Charakteristikum totalitärer Regime, die irgendeiner Ideologie folgen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da raus? Eine Möglichkeit ist natürlich, und die haben sicherlich viele Bürger schon gewählt, sie legen sich selbst einen Maulkorb an, schreiben entweder nicht mehr oder es ist auch der Trend zu erkennen, dass statt Texten dann Memes geschaffen werden, die nicht so leicht entdeckt, verurteilt werden können, von KI entdeckt werden können. Langfristig ist es sogar denkbar, dass man solche Sachdiskussionen, das muss man ja so bezeichnen, sich sogar zurückziehen in irgendwelche informellen Kanäle, ähnlich wie der Handel illegaler Waffen im Darknet stattfindet. So kann man sich vorstellen, dass in Zukunft vielleicht mal die Wahrheit über gewisse kritische Sachverhalte nur noch im Darknet ausgesprochen werden kann. Das kann aber nicht der Weg sein. Also wie können wir denn es schaffen, diese Einengung des Meinungskorridors, der Meinungsfreiheit, die die Grundlage jeglicher Demokratie ist, wieder nach vorne zu bringen, durchzusetzen? Also zunächst einmal ist für mich ganz klar, dass wir uns den Mund nicht verbieten lassen dürfen. Das heißt,
klar, ich muss jetzt mit diesem Urteil erstmal zurechtkommen, aber ich lasse das nicht auf mir sitzen. Im Gegenteil, ich gehe dagegen weiter vor. Ich versuche, die rechtsstaatlichen Mittel, die ich habe, noch irgendwo zu nutzen, auch wenn mittlerweile mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat schon schwer erschüttert ist. Das muss und ich dich dazu das viel sagen. Geld kostet, denke ich mal. Es kostet oder? Sehr viel Geld. Zahlt es kostet Nerven. Nee, auch nicht, weil wenn man schuldig ist, also wenn man verurteilt wird, dann sagt selbst die beste Rechtsschutzversicherung, das war ja vorsätzlich, man hätte das ja wissen müssen und zahlt dann nicht mehr. Hast du irgendwelche Spenden bekommen von Unterstützern, von Freunden, die dich da wenigstens ein bisschen durchtragen, weil du bist ja da letztendlich Galionsfigur und irgendwo auch Rambock für die Meinungsfreiheit, für uns alle. Vielen Dank. Ja, also der Soli-Fonds von 1%, der hat auf jeden Fall zugesagt, mich zu unterstützen und momentan gehen dort auch viele Spendengelder ein. Natürlich ist es auch immer möglich, meine politische Arbeit im Allgemeinen über den Kreisverband zu unterstützen. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, 1% ist ja auch unter Beschuss. 1% setzt sich ja stark dafür ein, dass die Wahlen korrekt ablaufen, was ja auch eine wichtige Grundlage der Demokratie ist. Also das heißt, es geht gerade so weiter. Wer eben diese schöne neue Welt, die etabliert werden soll, hinterfragt, der bekommt es mit den Gerichten zu tun. Björn Höcke zum Beispiel hat genau das gleiche Urteil erhalten wie du, 100 Tagessätze. Und das hieße ja, wenn man nicht bereit ist, diese Strafe zu bezahlen, in Euro hinzublättern, würde man 100 Tage ins Gefängnis gehen und man ist vorbestraft. Also ein wahnsinniges Strafmaß dafür, dass er gesagt hat, alles für D... Wir dürfen es ja nicht aussprechen. Ja. Der Spiegel-Kommentator hat es ausgeschrieben und es ist immer noch im Netz zu finden. Mhm. Es wurde schon von bayerischen Königen ausgesprochen, von vielen Parteien schon vor der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus, während dieser Zeit auch, aber danach auch wieder. Es ist also total irre. Aber ja, hilft das, wenn solche prominenten Figuren wie du und wie jetzt Björn Höcke diese Verfahren durchmachen, das durchstehen und auch signalisieren, wir lassen uns nicht brechen? Glaubst du, dass das dann auch in der Wahl von vielen Bürgern vielleicht sogar honoriert wird und die sagen, jetzt wähle ich den erst recht, weil den muss ich unterstützen? Also gibt es da einen Solidarisierungseffekt? Ja, also ich hoffe es nicht nur, sondern ich spüre es auch. Also meine Reichweite in den sozialen Medien, die hatte noch nie so eine Steigerung, sage ich mal. Ich habe so viele Follower dazu bekommen, so viele Leute, die kommentiert haben, die mir Nachrichten geschrieben haben, über meine Webseite gekommen sind und mir eine E-Mail noch geschickt haben und gesagt haben, ich finde das ein Unding, dass du verurteilt wurdest. Das muss doch wohl noch sagbar sein dürfen und wir müssen doch über die Probleme sprechen. Und ich bin dir dankbar, dass du nach vorne gehst und das durchkämpfst, weil viele Leute können es eben nicht. Also wir sehen das auch immer wieder. Es gibt ja diese Meinungsumfrage, wo auch Leute sagen, also die große Mehrheit mittlerweile sagt, sie traut sich nicht mehr, ihre Meinung frei heraus zu sagen. Genau, weil sie fürchten, sie bekommen wegen einem Like eine Hausdurchsuchung, wie auch ein Freund von mir in Lindau. Ja. Das ist so weit verbreitet und ich habe so das Gefühl, dass man durch diese Schläge auch einfach Schockwellen aussenden will. Ja. Und ich denke, was wir natürlich jetzt aktuell machen müssen, ist darauf zu achten, dass wir nicht bewusst und als Provokation das triggern, dass es solche weiteren Verfahren und Verurteilungen gibt. Denn das belastet einen natürlich. Man braucht die Energie eigentlich für den konstruktiven Kampf. Aber sich den Mund verbieten zu lassen, geht auch nicht. Also das heißt, wir müssen da sicherlich eine Doppelstrategie fahren. Und wir müssen aber auch, und das ist für mich ganz wichtig, schauen, wie wir dieses Gemeinschaftsgefühl auch stärken, aller Menschen, die bei uns in der AfD schon aktiv sind, derer da draußen, die in uns große Hoffnungen setzen, uns schon wählen vielleicht und hoffentlich auch Mitglieder werden, um uns insgesamt zu schützen als die einzige Bastion der Meinungsfreiheit und der Arbeit für unser Land. Denn wenn wir als kleines Grüppchen von momentan 44.000 Mitgliedern verboten werden, dann ist aus. Dann steht so schnell keine neue wirksame Oppositionskraft mehr auf in Deutschland. Ja. Also deswegen wäre mein Appell, wenn einer von nur 1.000, die uns wählen, beitritt, das wären 60 Millionen, würde ich mal sagen, ungefähr
Wahlberechtigten insgesamt einer von 60 Millionen, einer von 1000 bei 60 Millionen Wahlberechtigten, dann hätten wir 60.000 neue Mitglieder, dann wären wir bei 100.000. Das wäre eine Grenze, wo man sagen kann, wow, jetzt sind sie so groß und stark geworden. Ja. Die Bevölkerung wünscht sich eine kritische Oppositionskraft, wünscht sich mutige Menschen. Aber was würdest du jungen Leuten sagen, die jetzt auch gerade sich überlegen, aktiv zu werden, dann aber auch wieder Angst bekommen, wenn sie sehen, was du durchgemacht hast? Man braucht ja Hoffnung, man braucht ja Mut, dass es weitergeht. Spürst du diesen Mut? Wie könntest du den weitergeben? Ich spüre diesen Mut auf jeden Fall. Ich bin selber motivierter denn je, denn bei mir war es schon immer so, dass es eben so einen rebellischen Effekt erzeugt, wenn man versucht, irgendwas zu unterdrücken oder Ungerechtigkeit einem widerfährt oder auch Leuten in dem Umfeld widerfährt. Dann denke ich mir jetzt erst recht. Und ich denke, dass das bei vielen jungen Leuten so ist. Man darf auch nicht vergessen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in der AfD zu engagieren. Man kann ja auch als stillschweigendes Mitglied, gerade als junger Mensch, wenn man vielleicht noch in der Ausbildung ist oder im Studium, dann kann man sich trotzdem schon engagieren, ohne direkt in den Vordergrund zu treten. Und auch das hilft uns. Wir brauchen Leute, wir brauchen junge Leute, wir brauchen frische Ideen. Und ich hoffe einfach, dass das dann auch so bei den jungen Leuten ankommt. Wenn man mal auf TikTok schaut, dann sieht man, dass viele, viele junge Leute sich immer mehr trauen, auch schon zu sagen, Mensch, aber wir Deutschen, wir werden hier teilweise auch schon in unserem eigenen Land diskriminiert. Irgendwie die Meinungsfreiheit wird auch eingeschränkt. Ich kann das und das nicht mehr sagen. Und ich denke, dass gerade die sozialen Medien da eine sehr wichtige Plattform sind. Also wir müssen eigentlich eher aufpassen, dass uns diese Bühne nicht noch genommen wird. Ja, ich denke, dass du das auch symbolisierst, dass es trotzdem weitergeht, dass es eine strahlende Zukunft gibt für unser Land. Und das sind die jungen Menschen tatsächlich unsere Hoffnung. Und vor 2 Jahren, 3 Jahren hätten wir wahrscheinlich beide noch gesagt, oh je, die Jugend ist verloren, sind alles Klimahüpfer etc. Aber man sieht doch bei den Umfrageergebnissen, die Jugend sieht schon die AfD tatsächlich als Hoffnung, setzt sie schon auf Platz 2. Richtig. Und es ist eher die ältere Generation eigentlich, die noch am Tropf der Mainstream-Medien hängt, die also diese ganzen negativen Pauschalisierungen über die AfD glauben. Aber die Jugend ist eigentlich schon am Ball und steht auf. Und der Zusammenhalt ist groß unter den jungen Leuten, wie man das auch sieht, bei der jungen Alternative. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, liebe Vielen Marie. Vielen Dank dir. Und halt durch. Und ich wünsche da viel Kraft. Und allen anderen auch. Macht weiter so, unterstützt uns, die AfD, werdet selbst auch Mitglied, macht mit. Wir haben eine gute Zukunft vor uns, wenn wir sie selbst gemeinsam gestalten. Tschüss. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.